grüß euch. Heute sind wir bei der Après-Ski-Party beim Hieb am Bläscher in Kirchberg. Und wir schauen noch mal ein bisschen, was die Leute dazu zu sagen haben. Was gehört unbedingt zur Après-Ski-Party dazu? Boah, das ist eine gute Frage. Ich schätze mal, es hat jeder schon gesagt, Alkohol. Habe ich noch nicht gehört. Das glaube ich da. Skianzug, so wie du ihn auch hast. Sehr fest. Wo ist deiner? Ja, den habe ich mir nicht rausholen traut. Du bist sicher Skifahrer, nein, oder? Nein, ich kann das überhaupt nicht. Tut mir leid. Eher Snowboarder? Ja, gar nichts. Warum? Den Eislaufen? Nein, im Winter ist mir einfach zu kalt, das geht nicht. Du gehst eher in den Süden? Ja, Süden ist besser, aber Après-Ski, das geht immer. Bist du Skifahrerin? Ab und zu schon, ja. Und schon Après-Ski erprobt? Nein, heuer leider noch nicht, aber ich hoffe, das kommt noch. Du, was gehört unbedingt zur Après-Ski-Party dazu? Ein richtig geiler Skianzug. Ja, bitte. Und wo sind deine Ski? Meine Ski sind im Colladom. Ja, was machst du noch auf der Après-Ski-Party ohne Ski? Ja, wie das Wort Après schon vermuten lässt, nach dem Skifahren. Weil vorher gesagt haben wir schon Ski gewonnen und jetzt machen wir halt Après-Ski. Wollt ihr Ski, ja? Nein. Überhaupt nicht? Nein, absolut nicht. Für dich ist also eher bei Après-Ski-Partys dabei, oder? Ja, für das gibt's einen Bob. Super, also Rollen. Ja, natürlich. Genau. Und wo geht man da hin? Super, ja, auf die Deichholm. Après-Ski-Bissen, hätte ich gesagt. Ja, cool, super. Wollt ihr speziell zu Après-Ski irgendein Hit ein? 20 cm haben wir vorher gesungen, gell? Genau, ja. Das ist ein typischer Frauensong, gell? Auf jeden Fall. Ja. Ich hab gehört, dass angeblich Kirchberg eine Skipisten und einen Skilift kriegt. Was sagst du dazu? Ja, cool, okay. Und das ist, glaube ich, bei euch ein Hang oben. Wichtig ist, dass man lustig ist, eine Gaude hat und viele neue Leute kennenlernt. Was heißt was das? Zum Après-Ski dazu gehört, gehört das Nageln, oder? Genau, ja. Warum das? Das Nageln gehört immer dazu. Kannst du Ski fahren? Ja, Kai. Kannst du Ski fahren auch? Leider nur Snowboarden. Also ich du bist ein Snowboarder? Ja, ich bin ein Snowboarder. Ja. Ich habe zwar versucht Ski fahren, aber bin ich wirklich gescheitert immer. Also. Was gehört zum Après-Ski unbedingt dazu? Ja, gute Musik. Was zu trinken. Wir kennen die Südoststeirer auch so gut Skifahren wie die Obersteirer? Viel besser, das ist einmal sowieso klar. Was gehört unbedingt zur Après-Ski-Party dazu? Da bleibst schon los. Ich, also das bin ich nicht. Glühwein, Glühmast, ein guter Wirt, so wie ich. Gutes Outfit, eine Gaute, gute Musi. Bist du eigentlich eine Skifahrerin? Ja. Und also eher auf der Skipiste zum Treffen oder eher Après-Ski? Beides. Vormittag Skifahren und am Mittag geht's los. Ich habe jetzt echt gehört, dass bei uns in Kirchberg ein Skilift und ein Pisten kommt. Natürlich, da oben. Von der Daniela bis uns. Weil welcher Hit darf nicht fehlen auf einer Après-Ski-Party? Steiermark. Vom Steinbecker. Okay. Zum Beispiel. Zum Beispiel noch was? Skifahren vom Ambros. Ja. Da sind wir sicher welche Skifahrer dabei. Bist du eine Skifahrerin? Was? Bist du eine Skifahrerin? Ja, ich probiere halt mal. Ja, eigentlich schon. Kann man sagen. Wo sind deine Ski heute? Was soll ich sagen, das ist die erste Après-Ski-Party, gell? Ja. Bist du sicher eine Skifahrerin, oder? Nein, leider nein. Nicht? Eher Rodeln? Ja, das ist meins. Aber wichtig ist, frech, poppig, zeitlos muss man sein bei einer Après-Ski-Party. Dann kann man nichts falsch machen. Und ein bisschen hitzig, oder? Und ein bisschen hitzig, ja.